dass ich ja mit Gianluca echt hier einen Durchstarter hatte mit ihm und dass wir dann hier auch eine geile Zeit gehabt haben, vor allem ich. Das hat mir dann so geholfen, dass ich dann auch zum FC wechseln durfte, zum großen Verein. Und wenn ich mir das hier so anschaue, ja, freut mich dann zum Beispiel, dass ein Bild von mir auch jetzt da mal hängt. Und vor allem die Plakate hier, dass die zweite Mannschaft auch jetzt in dieser Saison so durchstartet. Und also ich weiß, in Erinnerung hatte ich immer eine erfolgreiche Zeit. Ich wurde auch immer oft hochgezogen, aber ich erinnere mich, dass wir in Hallenturnieren oder vor allem in so großen Turnieren, die auch draußen waren, immer Erfolge geholt haben mit der Mannschaft. Das war eine schöne Zeit. Ja, vor allem dann mit der zweiten Mannschaft, wo ich dann da richtig durchstarten durfte, dann in die erste hier kommen konnte und jetzt bin ich ja wieder zurück. Ja, das fängt ja auch direkt an bei den Eltern, ne? Die waren ja auch sehr sportlich. Meine Mutter war immer eine begabte Leichtathletin und mein Dad hat immer Fußball gespielt. Zwischenzeitlich auch mal Tennis ganz gut. Das spielen wir dann auch ganz zusammen dann in der Freizeit. Ja, so kam es dann halt dazu, dass wir dann alle mit Fußball angefangen haben, mein älterer Bruder, mein Zwillingsbruder, bis dann halt der ältere Bruder sich dann doch für Hochsprung entschieden hat in Leichtathletik. Das ist auch immer ganz komisch gewesen, weil das haben wir dann auch noch zu dritt mal eine Zeit lang gemacht. Aber meine Mutter war auch nie so begabt in Hochsprung, sondern eher eine Sprinterin und in Weitsprung. Deshalb war das immer ganz komisch, dass wir dann Hochsprung gemacht haben. Ja, ich wünsche den beiden auf jeden Fall noch viel Erfolg, weil mein Bruder, den fehlen noch ein paar Zentimeter, um sich für die WM zu qualifizieren, jetzt dieses Jahr oder nächstes Jahr. Ich weiß gar nicht, wann das ist. Und meinem Zwillingsbruder wünsche ich eine erfolgreiche Zeit beim FC 2. Ich habe schon alles durchlebt hier in den 2 Wochen. Nein. Aber ja, der Einstand war für mich persönlich ein sehr guter Einstand, hat mich ja sehr riesig darüber gefreut, vor allem dann dieser Punktegewinn für die Mannschaft im Abstiegskampf. Ja, in Paderborn, wie soll ich das sagen, das ist ein Derby gewesen. Wir haben eine rote Karte bekommen, da war es natürlich schwierig. Wir mussten dann in zweiter Mannschaft ein bisschen aufmachen und haben halt die Gegentore bekommen. Das haben wir aber auch direkt am nächsten Tag abgehakt und jetzt konzentrieren wir uns auf Freitag. Ja, erstmal haben wir die Trainingshäufigkeit diese Woche deutlich erhöht. Also haben fast jeden Tag 2-mal trainiert, auch heute jetzt gleich nochmal. Um ganz einfach zu sensibilisieren, aber auch, weil wir eben viel Arbeit haben. Heute Nachmittag geht es dann nochmal um Abstände, um Abstände zwischen innerhalb gewisser oder einzelner Mannschaftsteile, aber auch zwischen den Mannschaftsteilen generell, um einfach mal dahin zu kommen, dass wir mal zu Null spielen endlich. Also ich nehme mir meistens nie persönlich was vor für die Spieler. Ich freue mich natürlich, wenn dann so ein Doppelpack gelingt wie gegen St. Pauli oder dass ich dann ein Tor schieße, aber für mich ist es wichtig, immer ein gutes Spiel zu machen. Ich muss halt nicht die Tore schießen als Stürmer, sondern einfach ein gutes Spiel abliefern, indem ich zum Beispiel auch vielleicht Räume für die Mitspieler öffne oder halt vielleicht doch mal ein Tor vorlege. Aber wichtig ist, dass wir dann 3 Punkte kriegen, weil das ist jetzt vor allem in der Phase, wo wir jetzt sind, sehr wichtig. Sehr gute Ordnung, die im Gegensatz zu uns sehr wenig Gegentore. Also könnte ein zähes Geduldsspiel werden. Wir dürfen da nicht ins offene Messer laufen und müssen anders wie am Sonntag unsere Nerven zusammenhalten. Und dann ansonsten eine Mannschaft, die eigentlich von ihrem Kader her nichts in den unteren Regionen der Liga zu tun hat, sondern das ist eher eine Mannschaft, das war ja auch so ein bisschen die Zielsetzung, mal oben anzugreifen. Und wir müssen unabhängig von Kaderzusammensetzung hin oder her oder wie viele Spieler sind bei uns gesperrt oder wer steht zur Verfügung, wir müssen das auf den Platz bringen, was uns ausmacht. Ja, wir müssen. Ne? Also wir müssen gerade zu Hause jetzt die Spiele gegen die Mannschaften, die um uns rum sind, da dürfen wir zumindest nicht verlieren. Du darfst den Kontakt jetzt nicht verlieren, das ist eine ganz entscheidende Phase. Und wir müssen uns so positionieren, dass wir nachher auf der Zielgerade eine realistische Chance haben, die Klasse zu halten. Ich glaube, dass wir das hinbekommen. Aber wir müssen in Vorleistung gehen, um unsere Zuschauer, die uns auch in Paderborn wieder nicht im Stich gelassen haben, ganz im Gegenteil. Also wir haben scheiße gespielt und die Leute waren trotzdem bei uns und auch nach dem Spiel noch. Und wir müssen am Freitag wieder dafür sorgen, dass die Leute unabhängig vom Ergebnis nachher aus dem Stadion gehen und sagen, ja, das war wieder unsere Arminia und das müssen wir auf den Platz bringen. Naja, außer den gesperrten Spielern haben jetzt glücklicherweise Müller, Jerat und Aschaber das Training wieder aufgenommen heute, beziehungsweise zum Teil schon gestern Nachmittag. Das wird aber für Freitag zumindest nicht für die erste Elf bei den 3 reichen, aber wir haben wieder mehr Alternativen. Und ansonsten sind soweit alle, die jetzt nicht gesperrt sind. Die Langzeitverletzten muss man natürlich abziehen, aber ansonsten sind alle da.